Seit 300 Tagen ist der Journalist Özil an diesem Wochenende in türkischer Haft. Grund genug für 200 Prominente wie Sting, Wenders und Şirinek, seine Freilassung zu fordern. Archiv: Demonstration für Deniz Özil am 10.09.2017 in Berlin. Quelle: Deutsche Presseagentur. In einem gemeinsamen Appell fordern mehr als 200 Künstler und Prominente aus Deutschland, der Türkei und anderen Ländern einen fairen Prozess und die Freilassung des Weltkorrespondenten Deniz Özil aus der Haft in der Türkei. Den Aufruf des Freundeskreises Raute Free Deniz unterstützen unter anderem die Popstars Bono und Sting sowie die Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, Elfriede Jelinek, Svetlana Alexejewitsch, Herta Müller und J.M. Zürze ohne Anklageschrift inhaftiert. In dem Aufruf, der am Samstag und Sonntag in deutschen und türkischen Zeitungen erscheint, wird darauf verwiesen, dass Özil sich am 10. Dezember seit 300 Tagen in türkischer Gefangenschaft befindet. Ohne Anklageschrift ist er in einem Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Diese 300 Tage sind exakt 300 Tage zu viel, heißt es darin. Deniz Özil habe als Journalist nichts anderes getan, als seinen Beruf auszuüben und seine Meinung frei zu äußern. Zu den Unterzeichnern gehören laut der Welt auch die Regisseure Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Fatih Akin, die Maler Gerhard Richter und Daniel Richter sowie zahlreiche Journalisten. Der deutsch-türkische Journalist hatte sich Mitte Februar in Istanbul der Polizei gestellt. Zwei Wochen später wurde er wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung in Untersuchungshaft genommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete ihn wiederholt als deutschen Spion und Agenten der PKK. Seine Festnahme belastet die deutsch-türkischen Beziehungen, die Bundesregierung dringt bisher vergeblich auf seine Freilassung. Stürmer durchleben jeden Tag die Zellkontrolle. Der freigelassene Menschenrechtsaktivist Peter Stürmer berichtete in dieser Woche, wie der Gefängnisrhythmus auch jetzt 6 Wochen nach seiner Freilassung noch immer in ihm drin sei. Ich durchlebe noch jeden Tag morgens und abends die Zellkontrolle. Die vergangenen Wochen seit seiner Rückkehr seien ein sehr langsames und sehr behutsames Ankommen gewesen. Das, was wirklich schwer war, war die Vorstellung, wenn es wirklich 10 bis 15 Jahre werden. Was ist meinen Kindern, was ist mit meinen Eltern, so Menschenrechtsaktivist Peter Stürmer zu seiner Haft in der Türkei. Beitragslänge, 9 Min. Datum, 5.12.2017. Im Sommer hatte Stürmer in der Türkei als Referent an einem Workshop für Menschenrechtsorganisationen teilgenommen. Am 5. Juli wurde er in Istanbul verhaftet und saß bis zum 25. Oktober gemeinsam mit weiteren Menschenrechtsverteidigern wegen des Verdachts der Terrorunterstützung in türkischer Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt. Für die Zukunft müsse er schauen, wie sich seine jetzige Bekanntheit auf seine Arbeit und die seiner Mitstreiter auswirkt, so Stürmer. Eigentlich bin ich ein Mensch, der lieber in der zweiten Reihe steht. Mehr zum Thema Journalist in Türkei. Özil nicht mehr in Einzelhaft. Deniz Özil sitzt seit dem 27. Februar in U-Haft.